Ja, grüß Gott. Hallo. Willkommen zur Untersuchung. Ja, ich bin jetzt einfach mal hier, um mal einen Check-up zu machen für Rad und mal mein Leistungsniveau feststellen zu lassen. Nach dem Anamnesegespräch erfolgt dann ein Herzultraschall. Also vom Kontraktionsvolumen des Herzens sehen wir, dass alles normal abläuft. Dann wird geschaut im Ruhe-EKG, wie funktioniert das Herz in Ruhe. Danach geht es auf die Bioimpedanzwaage. Dort wird geschaut nach der Körperzusammensetzung. Genau. Und dann hat vielleicht noch ein bisschen. Christian, das ist das Rad, was hier für die Vorbereitung ist. Der Akku sitzt normal hier recht hässlich. Und hier ist praktisch der Kabelsatz verändert, der Akku sitzt in der Sattelstütze drin. Eine Spezialführung, oder? Gewicht ist super leicht. Ja, 7 Kilo. So mit allem. So ist es. Ja, super. Absolvieren den Test tatsächlich mit ihrer Sitzposition, mit ihrer gewohnten Sitzposition. Und werden dann eine stufenweise ansteigende Belastung dort absolvieren. Am Ende von jeder Stufe wird Tropfen Blut aus dem Ohrläppchen entnommen zur Laktatbestimmung. Gleichzeitig läuft permanent die Aufzeichnung von der Herzfrequenz mit. Bei der dynamischen Sitzpositionsanalyse werden über Infrarotkameras die markanten Gelenkpunkte aufgenommen. Die Vorteile des Systems sind zusätzlich, dass wir von jedem Messpunkt die Bewegungen im dreidimensionalen Raum darstellen können. Okay. Super, Miguel. Wir vergleichen die Tests vor Belastung und nach Belastung, sehen dann, wie viel Luft zum Beispiel in der ersten Sekunde von maximalen kräftigen Ausatmen möglich ist. Raus, 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 tief ein. Und raus, 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 weiter, 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 weiter. Okay. Nachdem auch der zweite Lungenfunktionstest durchgeführt wurde, findet eine Abschlussbesprechung statt mit dem Sportler, eine sehr ausführliche Abschlussbesprechung, in der alle Ergebnisse durchgesprochen werden, die Trainingsempfehlungen an den Sportler weitergegeben werden und auch auf eventuelle diagnostische Auffälligkeiten eingegangen werden.